Die nächste Geschichte ist ein Mythos. Ein Mythos. Die Geschichte ist ein Mythos aus Griechenland. Ein griechischer Mythos. Der Name des Mythos ist Narziss. Narziss. Es war einmal ein junger Mann, der Narziss hieß. Hier ist der junge Mann. So. So meine ich jetzt immer meine Männer und Frauen, ja? Das ist der junge Mann, Narziss. Narziss war jung und sehr, sehr, sehr schön, ja? Er war jung und sehr, sehr schön. Das sieht man jetzt vielleicht hier nicht, aber er war sehr, sehr schön. Ja, hier, schöne Haare. Er war jung und sehr, sehr schön. Ja, er war sehr schön. Narziss hatte ein wunderschönes Gesicht. Es war wunderschön. Das Gesicht war wunderschön. Hier ist das Gesicht. Ja, das ist das Gesicht. Das Gesicht ist, ne, Augen, Nase, Mund, Wangen, Augenbrauen. Das ist das Gesicht. Und das Gesicht war wunderschön. Nicht nur schön, sondern wunderschön. Einfach bildschön, wunderschön. Und Narziss hatte auch einen schönen Körper. Ja? So, das ist das Gesicht und hier, das alles ist der Körper. Er hatte einen schönen Körper und ein wunderschönes Gesicht. Narziss war unwahrscheinlich schön. Es ist fast nicht real. So schön war er. Ja? Es war fast nicht real. Er war unwahrscheinlich. Man kann es kaum glauben. Ja? Man glaubt es kaum. Es kann nicht real sein. Er war unwahrscheinlich schön. Aber Narziss hatte kein gutes Herz. Er hatte kein gutes Herz. Kein gutes Herz. Er war kein guter Mensch. Narziss interessierte sich nicht für andere Menschen. Ja? Hier sind die anderen Menschen. Hier sind die anderen Menschen. Ja, und Narziss interessierte sich nicht für die anderen Menschen, für die anderen Personen, für die anderen Menschen. Die anderen Menschen waren Narziss egal. Er interessierte sich nicht für seine Familie, für seine Freunde, ja? Es war ihm alles egal. Freunde, pa. Freunde, egal. Familie, auch egal. Er interessierte sich für keine andere Person. Ja? Narziss dachte nur an sich. Er dachte nur an sich. Ja? Hier, er denkt. Und alles, was er denkt, ist
Er denkt an nichts anderes. Er dachte nur an sich. Er war sehr egoistisch. Sehr, das ist egoistisch. Egoistisch ist, wenn man nur an sich denkt, an keine andere Person. Er war sehr egoistisch. Alles war Narziss, 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 Narziss. Er hatte kein Herz und war sehr egoistisch. Die anderen Menschen waren Narziss egal. Sie waren ihm egal. Andere Menschen egal. Sie waren ihm völlig egal. Und weil er so schön war, war er auch sehr arrogant. Er war sehr eingebildet. Wie der Monat März. Er war egoistisch. Er war arrogant und das gleiche wie arrogant ist eingebildet, wie der Monat März. Er war arrogant und eingebildet. Und er dachte nur an sich und er dachte, ach, ich bin so schön, ich bin so intelligent, so klug, ich bin eines Tages ging Narziss in den Wald. Wie kann es auch anders sein? Wir gehen immer alle in den Wald. In den Wald. Im Wald spielen alle Geschichten. Er ging in den Wald. Und im Wald kam Narziss an einen See. Hier war ein See. Ja? Ein See. Er kam an einen See und als er nah am See war, als er ganz nah am See war, Narziss war hier, er stand am See. Er war sehr nah, er war nicht weit weg, er stand am See. Da sah er in das Wasser. Und er sah seine Reflexion. Er sah sein Gesicht im Wasser. Hier. Er sah seine Reflexion. Das ist die Reflexion. Er sah seine Reflexion im Wasser. Im See. Narziss sah das Gesicht im See. Und Narziss dachte, wow, das Gesicht ist wunderschön. Narziss war beeindruckt. Beeindruckt ist, wenn ich sage, wow, das ist toll. Dann bin ich beeindruckt. Wow, Narziss war beeindruckt. Schönes Gesicht. Narziss, natürlich, es war sein Gesicht. Narziss liebte, oh, er liebte das Gesicht im See. So wunderschön. Und Narziss sagte zu dem Gesicht im See, ich liebe dich. Liebe dich. Oh, ich liebe dich. Und leise sagte das Gesicht im See, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ganz leise, sagte das Gesicht auch. Narziss ging mit der Hand zum Wasser
Und er wollte das Gesicht streicheln. Das ist streicheln. Er wollte das Gesicht streicheln. Doch, als er das Wasser berührte, in dem Moment, war das Gesicht weg. Das Gesicht war weg. Es verschwand. Es verschwand. Es war kein Gesicht mehr im See. Das Gesicht war weg. Klar, er berührt das Wasser. Das Wasser macht so. Ja? Es war weg und Narziss schrie: Nein! Meine große Liebe! Meine große Liebe, komm zurück! Oh, komm zurück zu mir! Meine große Liebe. Ah. Ja, er liebt nur sich selbst. Meine große Liebe, komm zurück. Eine Minute verging. Eine Minute, 60 Sekunden vergingen. Ja. Und dann noch eine. Und noch eine. Noch eine. Eine weitere. Noch eine Minute. Ja, eine. Und dann noch eine und noch eine und noch eine. Und nach einigen Minuten wurde der See still. Der See wurde wieder still. Und da plötzlich im stillen See, der stille See, da sah Narziss wieder das Gesicht. Das Gesicht war wieder da. Narziss schrie, aber diesmal vor Freude. Er schrie vor Freude. Er schrie vor Freude. Yay! Er schrie vor Freude. Meine Liebe, da bist du. Ich liebe dich. Und wieder streichelte Narziss das Gesicht und natürlich verschwand das Gesicht wieder. Es verschwand wieder und Narziss war verzweifelt. Oh nein, oh nein, oh nein, er war verzweifelt. Ja, sieht man hier, er war verzweifelt. Oh nein, oh nein, oh nein. Doch nach einigen Minuten kam das Gesicht wieder. Narziss wollte das Gesicht wieder streicheln. Er wollte das Gesicht berühren. Narziss war verzweifelt. Er wollte bei seiner großen Liebe sein. Narziss konnte nicht nach Hause gehen. Er konnte nicht weg. Er sah das Gesicht und er konnte nicht weg. Er blieb stehen. Er blieb am See und starrte in das Wasser. Er schaute in das Wasser, aber er starrte in das Wasser. Er vergaß zu essen. Er aß nicht. Er vergaß zu essen. Er vergaß zu trinken. Und er vergaß zu schlafen. Er vergaß alles. Er blieb am See und starrte in das Wasser. Er aß nicht, er trank nicht, er schlief nicht, er vergaß alles. Er wollte nur bei seiner großen Liebe sein. Und je länger je länger er das Gesicht anschaute, desto, je
Je länger er das Gesicht anstarrte, desto mehr wollte er bleiben. Ja? Je länger, desto. Je länger, desto mehr ist das, ja? Je länger er das Gesicht anschaute, je mehr wollte er nicht nach Hause. Er wollte bleiben. Und da begann Narziss Wurzeln zu schlagen. Narziss schlug Wurzeln. Wurzeln, ein Baum hat Wurzeln. Ja? Eine Blume hat auch Wurzeln. Ist eine Blume. Ja? Und Narziss schlug Wurzeln und langsam, nicht schnell, aber langsam, mit der Zeit verwandelte sich Narziss in eine Blume. Aus dem Mensch Narziss wurde eine Blume. Er schlug Wurzeln an dem See und aus Narziss wurde die Blume Narzisse. Und das ist das Ende.